Hallo, ich habe diesen Monat war ich zum ersten Mal auf einer Filmbörse und zwar in Frankfurt. Und jo, da habe ich mir einige Sachen gekauft. Also ich war ganz, ganz überrascht, wie viele Sachen es da wirklich gibt, weil wie gesagt, ich war noch nie auf einer Filmbörse. Und also ich war echt begeistert, was es da alles gibt. Und ich wollte jetzt einfach mal zeigen, was ich mir da alles so mitgenommen habe. Also das ist zuerst Hostel, der zweite Teil, an der Unseen Edition, keine Ahnung, was das für eine Edition ist. Ja, bin ich mal gespannt, wie der ist, weil ich kenne ihn leider nur geschnitten. Und ja, bin ich mal gespannt, wie der ist. Dann habe ich noch Hostel 3. Nur leider sind die Filme dort ziemlich teuer, habe ich festgestellt. Also für mich, sage ich mal, sind die jetzt teuer. Ich sag mal, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass die so teuer sind, die Sachen. Das ist echt schon extrem, wie teuer die Sachen sind. So, dann habe ich Miros. Den habe ich noch nicht gesehen. Kann ich noch nichts dazu sagen. Der hat 6 Euro gekostet. Bin ich mal gespannt, wie der so ist. Dann den zweiten Teil. So, dann habe ich C2. Killer Insekt habe ich auch noch nie gesehen. Keine Ahnung, worum es da geht. Kenne ich nicht. Der hat 8 Euro gekostet. Dann auch was, was ich überhaupt nicht kenne. Hellevator, was auch immer das ist. Der hat 5 Euro gekostet. Da habe ich mir gedacht, oh komm, für 5 Euro kannst du den mal mitnehmen. Ich weiß allerdings nicht, was das halt ist. Also ich kenne ihn nicht. Irgendwas mit Fahrstühlen wahrscheinlich irgendwie. Also das ist mir gar nichts. Dann Hillside Cannibals. Das sagt mir auch nichts. Habe ich auch noch nie gehört. Ich auch mal gespannt, wie der ist. So, dann habe ich Hatchet 2. Also der hat 23 Euro gekostet. Also für mich, ich verdiene nicht ganz gar so sonderlich viel. Also für mich war das schon teuer. Aber der erste Teil, der war so klasse. Und dann muss ich natürlich auch den zweiten haben. Und ja, ich bin mal gespannt, wie der zweite ist. Dann habe ich natürlich auch noch Hatchet 3. Habe ich auch noch nicht gesehen, also weiß ich auch nicht, wie der ist. Ich habe ja gehört, der dritte soll angeblich nicht so gut sein. Da steht auch streng limitiert. Voraussetzt, man kann es lesen. Also auf jeden Fall streng limitiert auf 2000 Stück und ich habe die Nummer 805. Kann man nicht lesen jetzt. Naja, gut. Dann habe ich Autopsie. Ich wollte auch noch den zweiten. Ich habe leider beide Teile, Teil 1 und 2, habe ich leider nur geschnitten hier. Den ersten habe ich gefunden, den zweiten hatten sie leider nicht da. Für 15 Euro, was ich eigentlich auch. Naja, gut. Für meine Verhältnisse, wie gesagt, finde ich die Preise halt ziemlich teuer dort. Warum ist denn das, wird denn das jetzt nicht scharf? Werde scharf. Naja, gut. Gut, hey. Das war der. Dann. Kennt wohl auch jeder wahrscheinlich. Zombies unter Kannibalen.
Habe ich auch noch nie gesehen. Schon mal gespannt, wie der ist. Dann habe ich noch Voodoo. 20 Euro fand ich auch. Also ich finde es teuer. Ich sag mal, für einen Film finde ich es teuer. Ich weiß ja nicht, ob diese Preise so normal sind, aber wie gesagt, ich finde sie halt ziemlich teuer. Dann habe ich den, da habe ich gehört, der soll gut sein, der Matthias. Der hat auch 20 Euro gekostet, also nicht billig. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, also ich weiß nicht, wie er ist. Dann habe ich Inside. Habe ich auch gehört, dass der so total brutal sein soll und er wäre richtig heftig und alles. Also ich habe nur gute Sachen von dem Film gehört. Und habe ich mir gedacht, den musst du auf jeden Fall haben. Und ich bin froh, dass ich den dort bekommen habe. Dafür habe ich dann auch 20 Euro bezahlt, weil ich wollte den, wie gesagt, unbedingt haben. Ja. Bin auch mal sehr gespannt, wie der ist. Dann alter Klassiker, der Blob. Den habe ich vor längerer Zeit mal gesehen, aber es ist schon sehr, sehr lange her, wo ich den gesehen habe. Das ist ja schon, also das Bild sieht ja schon gut aus, ne? Sieht ja schon richtig eklig aus. Jo, der Blob. So, dann habe ich noch zwei. Einmal Dance of the Demons oder wie auch immer man das nennt. Ich hab's mit der englischen Sprache nicht so. Der hat 15 Euro gekostet. Das ist so ein 3D-Cover, das sieht man jetzt hier so nicht. Das bewegt sich so ein bisschen. Den hatte ich damals schon gesehen und den finde ich echt klasse. Also es ist ein toller Film. Die Effekte und oh, also der Film ist echt Wahnsinn. Den musste ich unbedingt haben, den hatte ich damals gehabt. Als VHS. Die habe ich aber leider nicht mehr. Und den muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal haben. Also echt. Also die sind echt Wahnsinn. So, und dann habe ich natürlich den zweiten auch noch. Den zweiten fand ich ehrlich gesagt nicht gar so toll. Also ich fand den ersten besser. Jo. So, also das waren so die Filme für meine erste Filmbörse. Also da habe ich schon ordentlich zugeschlagen. Also ich habe eine Menge Geld dort gelassen. Und ja, wenn ich mehr Geld gehabt hätte, dann hätte ich mir noch einiges mehr gekauft. Aber mein Geld ist dann leider zur Neige gegangen. Ich wusste auch nicht, wie viel man auf so eine Börse mitnimmt, weil das war wie gesagt das erste Mal, dass ich dort war. Und also es ist schon ein teurer Gang, wenn man auf so eine Börse geht. Also sind schon teure Sachen dabei. Aber ich habe trotzdem, fürs erste Mal habe ich ganz gut zugeschlagen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die alle so sind. Jo, das war's von meiner Seite. Bis demnächst. Ciao.